So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt machen wir mal weiter. Und wir müssen dann mal richtig jetzt das Shinra HQ rocken. So, ab in den 65. Stock. Wir kommen wieder, wie gesagt. Ja, genau. Hier sind jetzt ganz viele verschlossene Kisten. Hier gibt es auch wieder Zufallskämpfe. Wie eigentlich die ganze Zeit schon. Genau. Das ist ein Modell von Midgar. Midgar, geboren aus der Makroenergie, die direkt aus der Erde gezogen wurde. Genau, hier scheinen aber. Wenn die sechste Straße fertiggestellt ist, ist Shinras Plan vollendet. Darum hat er wohl Iris entführt. Ja, also hier fehlen jetzt lauter Sachen. Und hier sind überall Kisten verteilt. In den Kisten sind die. Die passenden Teile fürs Modell. Genau, Teile von Midgar. Und die können wir uns nacheinander holen. Also immer eins holen. Dann müssen wir die hier einpassen. Genau. Und dann klingt so, als hätte sich etwas geöffnet. Ja. Genau. Dann öffnet sich irgendwo eine Kiste. Wie jetzt zum Beispiel diese hier. Wir müssen jetzt halt nur nach und nach rauskriegen, welche Kiste sich wo öffnet. Wo wir die Teile platzieren, ist da prinzipiell vollkommen egal. Zumindest habe ich da bis jetzt noch kein System entdecken können. Naja, bis jetzt gab es noch keine Zufallskämpfe. So. Ich glaube, nee, ich glaube, das hier ist auch das einzigste Teil, wo wir nicht einsetzen können. Es bleibt einfach offen. Jetzt sind wir mal wieder im Kampf zwischendurch zur Auflockerung. So. Wir hauen jetzt erstmal wieder drauf. Bisschen aufpowern. Und ja. Ich glaube zwar nicht, dass wir in den nächsten Kämpfen groß Probleme kriegen werden, aber wir gehen auf Nummer sicher und nehmen alle Kämpfe mit. Was haben wir denn? Nichts. Das Stehlen ist bei mir so eine Sache. Ich bin da kein so großer Fan von. Also wenn ich weiß, okay, bei dem Gegner gibt es was sehr Gutes zu stehlen. Immer wieder gerne. Aber jetzt. Ah, verdammt. Aber jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwelche Monster ausrauben. Oder Gegner ausrauben. Ist, wie gesagt, nicht so mein Ding, weil meistens irgendwie bei mir klappt das die meiste Zeit nicht. Aber okay. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, hier ist jetzt offen. Jawohl. Und wieder einsetzen. Und zwar hier. Jawohl. Offen. Perfekt. Okay. Ach Herrgott, ein Einzelner. Der kann ja gar nichts mal hier reißen. Hier würde ich mal hier sagen, hier. Und bam, bam. Oh. Aber jetzt. Mich vertan. So. Okay. Da oben müsste noch irgendwo. Jawohl, da ist noch eins. Jawohl.
Hätten wir jetzt auch hier rumgehen können. Aber egal. Genau, und dann fehlt noch ein letztes. Ach nee, Quatsch, das ist das letzte. Dachte, wir hätten eins vergessen. Aber okay, dann war es das schon. Wie gesagt, das Teil bleibt offen. Zumindest habe ich noch keinen Sinn rausgefunden. Und wir erhalten die Codekarte für den 66. Stock. Und was geht hier oben? Ah, das ist auch lustig. Genau. Die können wir jetzt alle mal getrost ignorieren. Ihr habt vielleicht gesehen, das sind jetzt ein paar Leute rein. Und genau, das sind die Bösen. Heidecker und Scarlett und die anderen Vollpfeifen. Wir gehen einfach mal aufs Klo und können hier hochklettern. Und er hängt sich ans Gitter dran, ich verstehe es nicht, aber okay. Und wenn wir jetzt hier rüberkrabbeln durch den Lüftungsschacht, können wir die guten Leute belauschen. Was wir auch tun. Wow, so viele Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzungen für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Jill. Ganze Menge Holz. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich... Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7 wie er ist. Und fangen die den Neo-Midgar-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makrosätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, Sätze hoch. Tralala. Und bitte berücksichtige auch unsere Raumprogramme im Budget. Reef und Scarlett verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann. Mein Herr, wenn Sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sekte 7 vor Avalos gerettet haben. Diese verfluchte... Hojo, wie geht's dem Mädchen? Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin noch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen. Aber im Moment ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen. Oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann können wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss sich mein Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Ha? Etwas stinkt hier. Barrett? Na gut. Sie sprachen über Eris, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach. Alles klar. Das heißt... Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Weg da, komm. Wir klettern... Was heißt klettern? Wir kriechen wieder zurück. Und... wieder runter. Damit es nicht auffällt, spülen wir. Weil wir waren ja auf Klo. Mit keinem was auffällt. Wobei ja auch sich, glaube keiner beschwert, wenn wir nicht spülen.
So, wir warten. Hojo? Ha! Achso, nee, Hojo, ha? Fragezeichen? Egal. So, ich glaube, wir brauchen jetzt auch keine Codekarte mehr, soweit ich es in Erinnerung habe. Einmal hoch. Nein. Weil Hojo lässt die Türen alle offen. Extra für uns. Ich erinnere mich an ihn. Dieser Hojo-Typ. Er ist Chef des wissenschaftlichen Abteilung von Shinra. Cloud, kennst du ihn nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Also, so sieht er aus. Ja, so sieht er aus. Wir folgen ihm. Und müssen uns jetzt erstmal wieder verstecken, sonst sieht er uns ja wieder. Wo verstecken wir uns? Genau da. Wo uns der Typ wahrscheinlich jetzt auch überhaupt nicht sehen kann. So, fällt der Name nicht ein. Ist das das Subjekt von heute? Ja, wir fangen sofort an. Setz es auf die höhere Stufe. Splinter Cell, das war's. So Splinter Cell-mäßig. Wir verstecken uns und die können uns halt überhaupt nicht sehen. Mein teures Subjekt. Teures Subjekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt? So, und jetzt kommt eine Szene, die, wo ich beim ersten Mal gesehen habe, ja, ging mir schon ein bisschen die Düse, muss ich sagen. Genova. Ich dachte, what the fuck, was ist das? Piepsen am Kopf. Gott sei Dank. Genova, Sephiroth. Also, sie haben es hierher gebracht. Cloud, sei stark. Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich. Noch am Leben? Wo ist sein... Kopf? Das Ganze ist hirnverbrannt. Lass uns weitermachen. Alles klar. Dann mal hier. Up, up and away. Na? Na, Kampf. Okay. Jetzt.